Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Ich bin's, euer lieber Udo. Zurück mit Österreich in Mikroria 3. Letztes Mal haben wir Ägypten den Krieg erklärt, um Lower Egypt und Sinai zu erobern. Und nach einigen anfänglichen Setbacks, weil unser Heer einfach nicht übersetzen konnte, weil unsere Navy zu schwach ist, haben wir es jetzt tatsächlich geschafft. Ah, was ist das? Wieso habe ich so ein Problem mit der Musik? Was ist interessant? Jetzt geht's wieder. Okay. Ich hoffe, ich überfordere nicht das Spiel oder meinen Computer eigentlich. Wie schon gesagt, das Beste drum. Ja, ich habe irgendwie Probleme mit dem Dings. Na, das gefällt mir nicht. Optionen, Settings. Audio. Ich drehe mal Master ein bisschen zurück und die Musik weiter zurück, dann hört ihr sie zwar nicht mehr. Aber wenn ihr sie nicht hört, dann könnt ihr auch nicht hören, dass es krachende Geräusche dazwischen gibt. Wahrscheinlich während des Krieges, weil wir zu viele Leute haben, die hier zu lange sind. Ja, im Norden haben die Türken jetzt doch einen Haufen Sachen erobert. Und wieder ein Gebiet erobert. Finde ich gut. Ja, jetzt sind allerdings die da. Schauen, wir haben Darfur entdeckt. Die haben auch hierher gekriegt. Aber die sind noch viel schwächer als unsere. Die haben irgendwelche eingeborenen Stämme. Quasi ein anfängliches Sehen, wie es nach mit dem Kolonialismus ausfahren wird. Erstmal Stahl. Okay, machen wir die Stahlproduktion. Indem wir bei den Steel Mills umstellen, bei den Steel Mills gut bei einer. Wir brauchen dann mehr Eisen und produzieren mehr Stahl. Finde ich gut. Finde ich ausgezeichnet. Außerdem, nachdem sie den Angriff gefahren sind, auf Standby gehen, weil ich möchte gerne noch eine Anlandung machen. Schauen wir mal, ob sie jetzt gelingt. Navy, nur 20 von 30, naja gut. Schauen wir mal. Versuchen wir es nochmal in Matru, da sind wir ja zweimal gescheitert, oder einmal, zweimal gescheitert. Aber wir wieder scheitern, weil sie nicht mehr zu beschiffen funktioniert haben.
Schauen wir mal. Ist das bei unseren Naval Bases? Ja, 13.000. Ja, machen wir so einen kleinen Angriff. Finde ich interessant. Voran. Ja, am Anfang waren keine starken Verteidiger da. Oh. Das war jetzt aber ein großer Laden. Bin auf einmal. Warte mal. Wir haben hier Land verloren. Wie kann das sein? Na, vielleicht hat es gedauert, die 60.000 dort waren. Wahrscheinlich deshalb. Aber jetzt sollte das kein Problem darstellen. Du bist zwar kein großer Angreifer, aber nachdem hier keine wirklichen Truppen stationiert sind. Sehr gut, Sinai haben wir jetzt eingenommen. Du greif an, bitte. Ich weiß, du bist ein großer Angreifer, Radetzky. Du bist meistens in der Verteidigung, aber gegen diese Truppen wirst du auch gewinnen können, da bin ich mir sicher. Ich möchte Sikora erobern, damit du wieder zur anderen Front kannst. Sehr gut macht er das, sehr gut macht er das. Freunde. Der kann noch nicht unter Null sein, weil wir nicht alle Ziele haben. Aber bald. Sobald wir Lower Egypt übernommen haben. Und den Sinai ganz. Psychological Warfare. An affair between Joseph Radetzky and Heinrich von Hess. Hess's spouse has reached our ears, threatening to affect his public image if we don't destitute the general. We still need a general, and these are personal matters. We will just say Heinrich von Hess sat on the wrong toilet. Heinrich von Hess gets straight syphilis. Ah, okay. One of two options will have 10% chance. Heinrich Hess gets alcoholic. 90% chance of nothing happen, oder? Und zusätzlich Radetzky kriegt auch noch die Syphilis. Echt jetzt? Während eines Krieges? Okay, gut. Warte mal, können wir das noch aussitzen zum Ende dieser Schlacht? Weil das macht, glaube ich, der Radetzky, oder? Ja. Schau mal.
Ich möchte das untere machen. Wir haben auch noch ein wenig Zeit dafür. Jo. So, gut. Das heißt, wir müssen jetzt Radetzky neu verteilen. Wir brauchen also einen neuen General. Radetzky. Was haben wir denn? Supply Requisition Expert minus 10% Supply Consumption. Explorer ist uns wurscht. Pillager, naja, besonders gut ist das meiner Meinung nach nicht. Persistent plus 10% Character Health plus 50% Moral Damage Protection. Ja, beide sind Armed Forces, das heißt, wir nehmen ihn, also ein bisschen stärker, glaube ich. Bitten uns merken sollen, wie er heißt. Windischkreuz ist einer von denen, das ist der Ältere, der schon länger dort ist. Ah! Gut. Sagen wir es mal so, die, also der Herr von Pauli. Wir werden ihn mal promoten. Hat er 40 und der andere hat 32. Wieso hast du nur 32? Cautious, ah, weil du cautious bist. 20% weniger Leute befehligen, aber du bist 68. Okay, weißt du was? Du wirst noch einmal promoted. So, du gehst mal an die Front hier. Und außerdem, schaut's auf, Navy. Ja, wir haben es geschafft. Ist nicht klar. Schauen wir mal, wie es ist, wenn wir wenn wir da das Gebiet langsam erobert haben. Weil da sind die Schiffe drinnen. Ich habe keine Ahnung, ob wir dann die Schiffe los sind und dann eine Anlandung machen können. Ich meine, wenn wir das Gebiet erobert haben, brauchen wir es dann eh nicht mehr wahrscheinlich, aber ja. Eh schon Mist. Und da ist jetzt Kairo. Yes, Kairo eingenommen. Das heißt, eigentlich müsste jetzt unter Null sinken können, oder? Ja. Yep. Diesen Krieg haben wir gewonnen. Oh, interessant. Was ist das da aus? Könnte es sein, dass Tripanus sich befreit hat? Tripolitaner ist kein Puppet mehr von den Osmanen. Da muss irgendetwas passiert sein. Okay, American-British Rivalry. Steel. The General has died. Radetzky. Ach ja, klar. Gut, ja, ist okay.
Damit können wir leben. Uff. 42. Nicht schlecht wenig. Aber im Endeffekt ist der Krieg. Uns kann nicht mehr viel passieren. Anstrengender, als ich gehofft hatte, aber im Endeffekt hat es sich gelohnt. Wir kriegen die wertvollste Provinz von Ägypten und die zweitwertvollste. Ich frage mich gerade, ist ja gut, wenn der Krieg bald zu Ende geht, weil ich hätte ganz gern, dass die sind, die diesen Krieg gegen die Osmanen gewinnen. Vielleicht schauen wir uns das kurz an. Oh, sie werden den Krieg auch gewinnen, weil sie können, weil die Osmanen nicht alles erobert haben. Wenn sie nicht unter Null sind, die Osmanen selbst sind schon auf minus 50. Aber sie haben nur minus 0,64 pro Woche. Das heißt, es wird viel schneller bei mir eine Kapitulation an Ägyptern geben. Weiß dort von den Osmanen. Und mit etwas. Können die Ägypter dann das Gebiet gleich wieder halten? Noch eher was. Okay, wir schicken vielleicht euch. Dort an die Front, wenn ihr jetzt die stärksten Angreifer. Warte mal, welche andere Front hätte es denn gegeben? Okay. Warte, was? Wir sollten vorsichtiger sein mit unseren Dings, mit unseren Versprechungen wie Defensive Pacts und ähnlichem. Na gut. Okay, wir müssen Leute hierher geben. Und du, mein Freund, bist ein guter Angreifer. Du kommst hierher. So, und Treffer, du kommst hierher. Und du bist ein guter Verteidiger. Ah, du machst da gerade den Angriff, das ist schlecht. Bist du auch ein guter Verteidiger? Nein, bist du ein guter Verteidiger? Nein. Jetzt als jetzt gute Angreife, ihr bleibt auf jeden Fall hier. Könnten wir diesen Kampf bitte bald zu Ende haben, damit ich diese Leute darauf bringen kann? In Wirklichkeit die alle raufholen, bis auf eine Truppe. Du bist ein Angreifer. Muss mal da hier. Aber wie schon gesagt, den würde ich am liebsten oben haben, weil er stärker ist.
Und die 30.000, was ich hier, die sollen einfach nur halten, in Wirklichkeit. Wir sind immer noch minus 83.000. Ja. Oh, sehr gut. Preußen ist next down. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, genau. Kauft unsere Munition weg. Habt schon recht. Wir haben ja nur einen Krieg gerade. Dumm. Gut. Wie ist das eigentlich mit Preußen? Ab wann fallt ihr aus den Rängen raus, weil ihr eine Humiliation nach der anderen raufkriegt? 11. seid ihr jetzt nur noch. Ist eine Minor Power. Nach welchen Kriterien auch immer das gemacht wird. Das ist eine Minor Power, oder? Ja. Okay, soll sein. Wir wollen sie zu einer Minor Power machen, weil wenn sie in Minor Power sind, wir Schlesien erobern, gibt es ein Achievement für uns. Ich habe keine Ahnung, welche Achievements. Oh, wir haben nicht under construction. Nein! Das geht gar nicht. Als erstes machen wir eine neue Construction Site. In Österreich noch eine. Und was machen wir noch? Schauen wir mal auf die. Ja, wie schon gesagt, inzwischen haben wir mal wieder Pause. So, wir brauchen Kleidung, Holz, Essen, Papier, geht gerade noch so. Kleidung, Holz, Blei und Kohle sind wichtig. Farbstoffe müssen wir importieren. Schauen wir mal, ob wir noch mehr importieren können. Russland, ja klar, machen wir. Wird zwar nicht viel helfen, aber immerhin ein bisschen was. Engines, aber da wollen wir ja einen Preis von über 50% haben. Also, ja. Blei und Kohle machen wir als erstes. Expand Lead Mines. Da machen wir auch Expand Coal Mines in Schlesien, in Böhmen und in Mähren. Davon brauchen wir nämlich viel, viel mehr noch als von denen, auch wenn der Preis hier mehr ist, aber insgesamt brauchen wir einfach viel mehr. So, da. Holz. Wollen wir auch ein paar Logging Camps erhöhen. Moldau, Slowenien, Nord- und Südtranssilvanien. Okay, haben wir wieder genügend zu tun. Hier ist auch gleich aus. Yo, man! Das war das. Kapitulation. Yes. Wir machen 1000 Bürokratie. Und wir haben hier zu wenig Zeug. Wir machen hier auf jeden Fall. Oh, wir haben eine Nation Wars.
Bases, das ist absolut großartig. Wir brauchen hier Ports auf jeden Fall. Da brauchen wir mal 3 oder 4 Ports in dieses Ding rein, damit wir das verbinden können. Da brauchen wir auch einen Port rein, auf jeden Fall. Viel mehr machen wir dort noch nicht. Außerdem, wir machen hier Opiumplantagen. Einfach weil wir es können. Zuckerplantagen. Yes, und da brauchen wir 8 schon, da brauchen wir sicher nicht so viel. Cotton brauchen wir eigentlich auch. Perfekt. Wenn wir hier Opium und Zucker machen, bis alles zugebaut ist. Wir haben 11 Barracks hier in diesem Gebiet. Finde ich gut. Und hier haben wir keine. Okay, das heißt, wir haben hier, brauchen wir einen neuen General in dieser Gegend. Für Nile Headquarter. Oh, Intellektuelle können stärken auf diese Art und Weise. Er ist Hedonist. Was bringt das? Plus 5% Moral Recovery, aber plus 10% Supply Consumption. Nein, Persistence ist nämlich ganz gut. Obwohl Woodland Combat ist vielleicht in der Gegend nicht ganz so wichtig. Ja, Lorenz von Gablenz, der Chef hier. So, und dann machen wir das gleiche für die Navy. Ein Kapitalist, Explorer und charismatisch. Armed Forces, Expensive Taste. Aber das hat keinen Einfluss auf seine Feldherrn-Fähigkeit. Traditional Commander plus 10% Command Level. Okay, Bandit ist. Okay, Bandit ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, oder? Plus 10% Damage ist okay. Explorer ist uns eigentlich relativ egal. Und Imperius plus 25% Moral Damage, Protection und minus 25% Recovery. Naja, trotzdem sind wir besser. So, wir haben eine zweite Flotte. Yes. Finde ich interessant, dieses Gebiet, das wir von den Ägyptern erobert haben, das aber im osmanischen Gebiet ist, ist noch immer als österreichisch angezeigt. The Veiled Protectorate. Was ist das? Your influence in Egypt has grown considerably, yet our power in the region is dependent on our relations with the unrecognized state. By establishing a protectorate over the country, our domination would be assured. Das sollen sie zu einem Subject machen, finde ich gut. Vor allem jetzt, wo wir da das Stückel haben, können wir das auf jeden Fall als nächstes machen, als nächstes angehen. Der nächste Krieg mit ihnen ist, wir puppeten sie. Sind die. Wir sind nur ein ganz kleiner Kolonialismusstaat. Was sollen wir machen? Ein Protectorate oder ein Puppet? Egypt ist Subject Austria. Ich glaube, das ist beides Puppet, also Dings. Ja, brauchen auf jeden Fall ziemlich schnell diese Ports. Schauen wir mal. Construction. Das weg.
Mal, dass wir diese Ports zuerst. Zwei zumindest. Machen wir das so. So, außerdem, wir gehen bei den Steuern wieder rum. Wages gehen wir zumindest auch eine Stufe weiter runter. So, dann schauen wir mal. Wir haben F. Das durchgehend rum. Und 700.000 Loyalisten. Besonders viele sind das nicht. Dalmatien, Österreich und ein paar Teile von Böhmen. Und 42,5 Millionen Einwohner. Unser Standard of Living ist eigentlich gar nicht schlecht, zumindest in den wichtigen Gebieten. Schon wieder. Frankreich ist auf deren Seite. Was wollt ihr? Puppets Saxony und Conquer 6 Weimar. Frankreich hilft ihnen schon. Ihr könnt jetzt mir ruhig auch was anbieten, dafür, dass ich euch helfe. Ich meine, zurzeit schaut es eh noch so aus, als könnte es sein, dass sie irgendwas machen. Ich fürchte, sie werden mir nichts anbieten. Jetzt schon cocky. Prussian War Reparations. Humiliate Prussia. Das finde ich gut. Das will ich auf jeden Fall durchsetzen. Wir warten noch ein bisschen mit der. Mit dem ach, so ist ich eben auch. Wäre es nicht gut. Wir machen von ihr hier werdet mobilisiert. Ihr hier werdet mobilisiert und ihr hier und ihr hier. Und die schicken wir jetzt in den Krieg. So, du bist der Angreifer, das heißt, du kommst daher. Auch ein guter Angreifer, du kommst also daher. Du bist ein guter, du hast die Syphilis, finde ich gut. Macht das eigentlich nicht. Und Character Health, na, vielleicht stirbst du ja bald. Du bist ein Verteidiger, das heißt, du kommst. Und du bist Skat, ist eigentlich gar nichts, weder das eine noch das andere. Du machst die Angriffe. Drei das sein in Wirklichkeit. So ist es gut. So, wir haben jetzt außerdem 1000 K an Bürokratie. Was wir jetzt machen werden, ist Folgendes. Wir machen einen Survey des Suez. Machen. Gut, dass es 1000 kostet und wir sind von 1000, 1100 oder so auf minus 45. Kostet mehr als 1000, also offensichtlich. Gut, dann bauen wir noch ein bisschen mehr. Bauen wir noch ein bisschen mehr
in Government Building. Oh, wir haben noch Government Administration, die nicht umgestellt ist auf den besseren. Machen wir doch Cloud als erstes. Wir sind aber jetzt nicht mehr, oder? In Österreich noch nicht. Muss sehr, was würde mit dem Papierpreis passieren? Er würde steigen, na gut, aber nicht so schlimm. Dings. Aber dafür müssen wir Papierfabriken jetzt bauen. Beziehungsweise. Oh, das machen wir auf jeden Fall. Dann sinkt der Papierpreis also auf jeden Fall auch als erstes Mal. Und da bauen wir zwei dazu. Oh, wir haben jetzt ein Minus von 43.000. Uff. Das gefällt mir aber nicht. Kommt das her plötzlich? Ah ja. Preußen hat sich in die Hose gemacht und aufgegeben. Alles nach Plan. Wie haben sie es geschafft, eigentlich dieses Gebiet zu erobern? Wie haben sie es geschafft, Hamburg zu erobern? Wann war das? Deine Krieg haben wir doch gewonnen gegen sie. Haben sich die freiwillig angeschlossen? Was weiß ich. Lübeck hat sich auch ihnen angeschlossen. Das finde ich nicht richtig. Oh, nach diesem Krieg. Ha, 173. Bald. Bald, meine Lieben, habt ihr es geschafft, nur noch eine Minor Power zu sein. Dann könnt ihr euch puppeten. Wenn ich sie puppete, dann kann ich wahrscheinlich Deutschland gründen. Einfach so. Ah, ich will nicht das. Gute Frage. So, in einer Woche sollte es gut, alles gut werden. Dann haben wir nämlich da einen Hafen. Na bitte, das ist gut. Sie haben Aleppo zurückgekriegt und sonst hat sich nichts verändert. Das ist natürlich spitze. Aleppo haben sie, ach Gott. Okay, das ist, hat eine Küste, also so, das ist nicht so schlimm. Gut, dann, was machen wir dann? Dann erhöhen, beziehungsweise das drehen ein Stück. Und die Steuern erhöhen, wenn wir im Plus sind. Na, lassen wir das da unten. Wir haben ziemlich großes Plus am Konto. Ah, und schon sind die Sachen nicht mehr so schlimm hier. Schaut, schaut, alles gut. Also offensichtlich ist Naval Base zerstört worden.
wie wir das erobert haben. Vielleicht gehen wir auf ihn hier. Und da gehen wir auf 15. Kinin Unlock. Ja, okay, gut. Finde ich gut. Nachdem wir eh keine Kolonialsachen machen, ist das ein bisschen irrelevant. So, jetzt schauen wir mal. Mögen uns die Leute noch immer nicht? Ja, wir sind Rapture Table, seht ihr? Es geht alles von alleine. Der Base D minus 5 pro Jahr. Das Jahr 1857 und Ferdinand wird noch immer österreichischer Kaiser. Das ist natürlich nicht so, wie es in der Geschichte war. Der hat er nämlich 48 bei den Revolutionen abgedankt, aber es ist ordentlich ruhig geblieben in Österreich. Echt jetzt? Und schon wieder ein Kampf mit Baden dieses Mal. Kommst du überhaupt nach Baden? Du kommst ja gar nicht an Baden ran. Hohenzollern hilft ihm, aber Hohenzollern ist viel zu schwach, um Baden zu erobern. Ich kann es nicht nachvollziehen. Okay, das wird ein kurzer, oder eigentlich ein langer und ziemlich dober Krieg. Weil Baden, wie wieder Baden erobern? Er kommt ja nicht dazu. Computer ist ein bisschen dämlich. Vielleicht hofft er, dass Bayern sich einschaltet. Wenn Bayern sich einschaltet auf der badenischen Seite, dann mache ich das auf jeden Fall auch. Ansonsten lasse ich das ein wenig so, wie es ist. Das sieht mich eigentlich nicht. Finde ich nett, dieses Mal ist Großbritannien auf Seiten der Badener. Finde ich gut. Russland ist auch auf der Seite. Ja, warten wir das noch ab und dann machen wir Schluss für heute, oder? Liberate Hohenzollern. Das ist auch ein gutes Ding, ein gutes. Und das war's. Hohenzollern ist befreit. Okay. Also du machst einen Mist nach dem anderen. Gibt's ja nicht. Ist ja wohl nicht wahr. Sowas. Can-do-Attitude. Soldiers are complaining that they have no way to open their canned food. Okay. Spend some money to develop a way. They'll figure it out. Okay, puh. Das ist schon sehr teuer. 10.000 für 5 Jahre. Nur um den Dosenöffner zu entwickeln. Jetzt muss man die Steuern erhöhen, nur für den Dosenöffner. Ein plus 8. Wenn wir ihnen jetzt die 2 wegnehmen, dann sind wir noch immer auf plus 6. Ja. Außerhalb jeglicher Relation, was er verlangt von mir. So, schauen wir mal. Market, was hat sich verändert? Papier ist natürlich wieder teurer geworden, ist eh klar. Cloves sind auch noch immer teuer, aber wir bauen gerade 2 Fabriken aus. Furniture werden wir auch ausbauen vielleicht. Furniture-Fabriken. Können wir da schon was Besseres machen? Mechanized Workshops, schau dir das an. Macht mehr Tools. Gut. Aber macht mehr Furniture. Machen wir mal, das ist nur in Österreich. Sollte die Preise für Furniture senken. Ja, plus 11%. Ist das ein Luxury Furniture? Haben wir auch genug?
ist das mit Arten? Könnten wir eigentlich exportieren? Hier. Nicht möglich. Okay. Aber wir werden wahrscheinlich trotzdem die Art Academy auf 5 erhöhen. Oh, Preußen und Oldenburg dieses Mal. Wir sind natürlich auch auf der Oldenburger Seite. Wie wollt ihr nach Oldenburg kommen? Stellt ihr mir die Frage. Aber Hannover auf ihrer Seite. Liberate Mecklenburg. Finde ich gut. Mecklenburg ist von ihnen schon. Preußen, ihr seid doof. So viel Bösartigkeit. Gibt's ja wohl nicht. Infamy Notorious 76,8. Mich würde nicht wundern. Oh, die Schweiz möchte in unsere Customs Union. Okay, yes. Ich habe heute so was machen. Soft Power nennt sich das. Quasi EU. Aber ihr baut mir, glaube ich, warte mal, nein. Baut sie mir noch einen Port? Ja, ich baue noch zwei Ports. Das funktionieren. Lead Mines. Iron Mines. Oh, so. Passt. Oder? Nein. Aber nicht, wir brauchen für den Suezkanal dann Leute. Gibt 100. Sobald wir ihn gesucht haben. So, schauen wir mal, wie lange haben wir schon wieder? Schon wieder eine Dreiviertelstunde. Meine Lieben, das war's für heute wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben Ägypten unterworfen, Preußen eins auf die Rübe gezogen und sind stärker denn je. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.